Ja. Ich würde mal sagen, wir starten einfach. Ja, in welche Richtung denn? Ja. Ja, an alle, die uns schon mal hören, herzlich willkommen beim Let's Play Cube World. Wir haben uns gedacht, wir machen mal auf Wunsch von ein paar Leuten so die ersten Folgen. Also wir sind ganz am Anfang, machen wir mal Livestream von. Nehmen das auch aus, ist dann auch zu finden in unserem Channel auf YouTube. Wir nehmen das aus. Ja. Ja, wir nehmen das aus. Dich nehme ich auch aus. Auf natürlich. Ach, ich habe schon wieder Sprachfehler heute. Ist schlimm. Ganz, ganz schlimm sowas. Du bist ein Schelm heute wieder. Huch. Sieht aus, als wenn ich in der Steckdose geschlafen hätte, aber wenigstens habe ich nicht solche langen Ohren. Ja, ich habe mich dazu entschieden, dass ich den Krieger spiele und die Rika Magierin. Ich weiß nicht, wer von euch alles Cube World kennt. Cube World ist im Prinzip aufgebaut, wie man sieht, wie aus Blöcken, wie Minecraft. Es hat aber mit. Das Spiel wurde, soweit ich weiß, von einem Ehe erstellt. Das heißt, das ganze Spiel wird. Oh, du machst mir ganz kirre, wenn du hier so rumspringst. Von zwei Leuten wurde das Spiel erstellt und wird auch immer neue Updates rauskommen. Momentan ist das Spiel noch in der Alpha. Das ganze Spiel ist eigentlich Minecraft ein bisschen als Rollenspiel. Man kann hier noch nicht so viele Quests machen. Wir kriegen da vorne wieder Besuch, aber es macht nichts. Noch hat er uns nicht gesehen. Quests gibt es hier im Prinzip nur in Form von Endbossen, die man überall findet, beziehungsweise bevor der mich angeht. Hier mal die Karte. Hier sieht man sehr gut, da hier sind Städte eingezeichnet. Genauso wie wenn Schwerter gekreuzt sind, das sind sozusagen die Quests, die man bis jetzt hier machen kann. Das sind also die Endbosse. Manche sind leichter, manche sind schwerer. Wir sind erst Stufe 1, da kommt es nicht ganz so gut, überhaupt erstmal zu einem Endboss zu gehen. Leichteren Gegner hier in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob wir gerade einen sehen. Wo ist denn der von eben gewesen? Sehen wir den? Geht der irgendwo? Nee. Wenn die blaue Schrift haben, kann man sagen, die sind relativ leichte Gegner. So Haben wie sie du? knallrote Schrift, sind natürlich schwere Gegner. Von denen sollten wir uns erstmal fernhalten. Die sind also ziemlich böse, kriegen wir ziemlich aufs Mett. Aber wenn man stirbt, ist nicht ganz so wild, man verliert nichts, man startet irgendwo in den nächstgelegenen Spawn Point. Das sind solche Statuen. Ja, wir haben jetzt, also ich habe XP 2 von 50, ist noch nicht allzu viel. Bei den leichten Gegnern kriegt man auch nicht sehr viele Erfahrungspunkte. Wenn man die XP einmal voll hat, dann steigt man in Stufe auf und kann sich dann, je nachdem, was für einen Charakter man hat, kann man dann halt bestimmte Fähigkeiten auswählen. Momentan können wir noch keine Fähigkeit auswählen, weil wir noch keine Stufe aufgestiegen sind. Aber das können wir dann dazu, wenn wir sowas. Am Anfang heißt es eigentlich erstmal kleinere Gegner zu finden, diese zu töten und Erfahrung zu sammeln. Und nebenbei, was Sirika da vorne gerade schon macht, Pflanzen einsammeln. Es gibt verschiedene Pflanzen. Die Herzpflanzen sind eigentlich ziemlich wichtig. Daraus kann man denn, wenn man später eine Flasche hat und die mit Wasser füllt, Health Potions machen. So viel weiß ich auch noch nicht vom Spiel. Ich weiß nur, wie bei jedem Rollenspiel, erstmal alles einsammeln. Und später in der Stadt kann man auch seine Waffen verbessern. Ja, eigentlich ist es so das grundlegende Prinzip. Ist eigentlich ziemlich simpel gehalten. Aber ich finde das von der Welt her eigentlich ziemlich cool gemacht. Und ja, wo wollen wir denn zuerst hin? Ich habe mir zuerst überlegt, wir gehen einfach mal in die Stadt. Können wir wahrscheinlich eh noch nicht viel machen. Weil wir noch nicht so viele Sachen haben, die wir jetzt irgendwie denn Da oben hüpft schon finden, wieder weil so uns ein auch die Viech Sachen rum. fehlen. Ja, wir können ja Paar einfach mal. Frame-Aussetzer. Ja, na, genau, wir gehen einfach mal zum Vieh. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Da, wo ich gerade hingeguckt habe, der ist, glaube ich, aber ein bisschen stärker. Der ist da Ah, unten hinterm Berg verschwunden. keine. Also die meisten gehen eigentlich, solange es keine Magier sind. Meinst du den da hinten, der da läuft? Ich glaube, ja. Der Gnobold, den kriegen wir aber. Er hat uns gesehen. Ich glaube, es ist ein Schurke. Ja, den haben wir. Und Coppercoin bekommen. Das ist doch schön. Ein bisschen Gold eingesammelt.
Ist auch nicht viel, was man am Anfang kriegt, aber immerhin etwas. So, hallo, ich würde sagen, wir gehen einfach mal. Jetzt ist Choppy wieder weg. Choppy ist da? Nee, Choppy ist schon weg. Choppy weg, ach. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal, folgen mal den Weg in Richtung Stadt und was wir da angeht, finden. Tag-Nacht-Wechsel. Man sieht oben ist gerade die Zeit, die wir haben. Oben rechts genauso wie die Temperatur. Es gibt verschiedene Biome hier, wie in Minecraft auch. Momentan 21 Grad, glaube ich, gemäßigte Zone. Es gibt noch eine Ozeanzone. Lava gibt es, glaube ich, mittlerweile auch schon. Wüste gibt es. Und hallo, da natürlich Markus. Jeweils die Temperaturen auch anders. Ach, der Matos, moin. Wo bist denn du? Ach so, hinter mir. Huch, du warst gerade verschwollen. Verschwollen, ja. Ich schwoll gerne mal ein bisschen auf. Ich schwelle. Ich sehe aus wie Zelda für alle. Es gibt's aber. Link. Ja, wir beide so ein bisschen. Links gehen. Ah, nee, das ist, ich dachte, das wäre eine Herzblume, aber die sich bewegt, genau. Käfer oder ein Käfer. Lass uns den mal probieren. Ja, der kommt, der. Wo bist du denn überhaupt? Lass mich nicht alleine. Du ja, da unten rum. Ah, das ist nämlich ein leichter Gegner, den schaffen wir noch am Anfang. Erstmal den Pilz mitnehmen. Halt! Ach so. Mitnehmen. Wenn die komplett hellblau sind und greifen die uns auch nicht an, außer wir greifen sie an. Was ist denn das hier? Ach, ein Käfer. Mal gefundenes Fressen für uns, aber irgendwie. Hui! Schön. Hui. 4 von 50 Erfahrungspunkte. So. Da ist auch noch so. Was. Matos leichte kann Gegner. Ja mal ganz kurz erzählen, ist der Ton einigermaßen okay? Hilfe! Wo ist er? Lauf! Das ist ein Eichhörnchen, das ist rot. Oh. Das macht uns fertig. Hilfe! Wohin? Und ich probiere denn wegzulaufen vor dem. Ja, einfach auf das Viech raufzaubern. Ich probiere es abzulenken. Ach so. Was? Sag das doch. Zauber! Bist du denn? Wo rennst du hin? Das rennt doch schon wieder weg. Mach den Stich. Ja, ganz tolle Freundin. Nicht wieder anlocken. Bleib fern. Nicht angreifen. Das schaffen wir nicht. Oh, was machst du? Action. Ja, Action. Das macht uns fertig. Los, Zauber. Ich lauf weg und zauber auf das Viech. Ja, wenn es hier nicht so hängen würde, irgendwie hüpft das Vieh hier von A nach B. Ja. Ja. Das bringt nicht viel. Der Ton ist super, sagt Matos. Okay. Bleib weg von dem Viech. Nein. Ja. Handy! Ups! Ich sammle mal die Herzblume nebenbei ein, ich kann dir gerade eh nicht helfen. Hier oben ist übrigens irgendwo der Weg. Lauf einfach, bis das Viech von dir abgelassen hat. Ja. Ich werde gerade auch vom Viech verfolgt. Na klasse. Oh, das ist ja immer noch da. Autsch! Ich glaube, wir werden sterben. Ich bin gestorben. Ich auch, ja, ganz toll. Ja. Nee, kann's gehen, aber naja, gut, was soll's. Wie weit hat uns das jetzt abgebracht von unserem Wege? Nicht weit, wir müssen uns jetzt. Wo ist er denn? Wenn du mich siehst, folge mir einfach mal. Alter. Ich bin unten bei den Bäumen, eigentlich ziemlich unter dir. Bist du da runtergesprungen? Siehst du auf der Karte einfach mir folgen, das ist dann am einfachsten, denke ich. Das ist leichter gesagt als getan. Ja, einfach mal in eine Richtung gehen und dann. Ja, ich sehe dich schon, genau. Ja, genau. Ach, da ist er. Ich finde die Sounds echt lustig, dieses Tap, Tap, Tap. Ich habe die Sounds gar nicht an, glaube ich. Warte mal. Zauber doch hier mitten in der Wildnis. Ja, mach mal. Oh Gott. Warte mal. Oh, ich hol noch mal eben die Herzblume da hinten.
Genau, Tag-Nacht-Wechsel. Nachts ist es hier sehr, sehr dunkel. Vom Gegner mal überrascht wird. Hui, jetzt habe ich Ton. Das Einzige, was man hat, ist so eine Laterne. Die strahlt ein bisschen den Weg, aber auch nicht sehr viel. Man kann also nur erahnen, was in der Nähe ist. Gott, ich habe gerade gedacht, was tappelt denn hier rum? Miau! So, wollen wir weiterlaufen? Disco-Pogo. Ja, wir folgen einfach mal den Weg in Richtung der Stadt, würde ich sagen. Tippel, 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 tippel. So, Freunde der Sonne. Huch, was macht denn der Weg hier für einen Knick? Ja, die Wege sind sehr lustig angelegt. Achso, dies ist übrigens genauso wie bei Minecraft eine selbstgenerierende Welt. Heißt, die Welt ist so gut wie unendlich. Ja, ich sehe, da oben ist was. Ich gucke gerade, was das für welche sind. Ob wir die schaffen oder nicht. Die sind friedlich. Die sind das ist ein Brunnen blau. Oder so. Blaue Schrift. Namensschrift sind. Collie ist auch nett. Was und der Terrier. Die Tiere kann man übrigens tame. Da braucht man bestimmte Sachen für. Hier braucht man Zwiebeln, da muss man so Onion-Viecher denn irgendwie kaputt hauen. Und dann kann man die tame. Ist eigentlich Schippie. Ganz lustig. Die Vorhänger dann greifen mit an. Es gibt verschiedene. Ne? Wie ich glaube ich mitgekriegt habe. Gibt es verschiedene. Manche machen Fernkampf, manche machen Nahkampf. Wo bist denn du jetzt hin? Du bist irgendwo hier auf dem Feld, ne? Ja. Ja, genau. Hier was ernten? Da läuft die Katze rum. Kann man nicht ernten. Ja, die Katze. Ja. Kornblume. Aber wir haben noch nichts irgendwie, womit wir irgendwelche Viecher jetzt zu uns zu. Nee. Aber wir können ja mal einfach mal. Ach, hier ist ein Haus. Hier ist die Kiste. Ist da was drin? Nee. Ja, das ist die kleine Stadt. Aber sie ist nothing to nimm. Keine Ahnung, was da stand. Kann man da nichts mitmachen. Aber schauen einfach mal. Manchmal haben Leute Aufgaben. Nee, das Wetter ist schön, sagt er. Ja, hat er recht. Oh, ich sehe nichts. Ich habe ein Haus vorm Kopf. Ja, das ist auch sehr schön hier. Mit einem Baum vorm Eingang zu setzen. Das ist toll. Okay. Aber was haben wir hier? Ist ein Beutel, ja. Ein Beutel? Hoppala. Das ist ja auch erst die Alpha. So. Was haben wir hier im Haus? Ich. Sit nur, dass down. Die doch was haben. Ah, da. Mach doch mal die Tür auf. Overs. Okay. Oh Gott. Ich will ja nichts sagen, ey. Die Vena sagt hier, wir sollen mal zu Leftover gehen. Wer sagt das? Da können wir mal was besuchen. Das heißt, ist. Ich bin hier gerade in so eine Hütte gelaufen. Wir essen hier drin. Aber das ist irgendwo ein Boss, der da ist. Ankal! Überall. Hallo Ankal, wie geht's dir? 6 o'clock in the evening and 6 o'clock in the morning. Ah ja, okay. Das sind aber echt so Hobbithäuser hier, oder? Ja. Hier ist eine Kiste. Kann man die aufmachen? Wir müssen mal gucken, ob wir. Hast du schon irgendwo einen Schmied oder irgendwie sowas gefunden? Nö, ich habe eine Kiste gefunden, da ist aber nichts drin. Okay, wo bist denn du? Ach, du bist im anderen Haus. Ja, aber das mit der Dings ist noch ein bisschen scheiße, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Mit der was? Mit der Steuerung in den Häusern, man sieht immer nichts. Ja, musst du mit dem Mausrad ziemlich an deinen Charakter ranzoomen, dann geht's.